Ich habe mein Leben lang schon immer mir gesagt, entweder machst du es richtig oder lass es. Ich habe die Platte Back to My Roots genannt, weil wir zum Teil Titel ausgegraben haben aus meiner Vergangenheit, die wir schon vor 30 Jahren irgendwann im Probenraum gespielt haben, aber nie veröffentlicht haben. Natürlich ist auch neues Material dazugekommen, aber in erster Linie wollten wir einfach Musik machen, von der wir 100% überzeugt sind, die unser Ding ist, das, was wir wirklich lieben. Den Lutz kenne ich ja schon unglaublich lange. Irgendwann kam die Band, in der er spielte, auf mich zu und sagte, ey, wir brauchen einen schönen Keyboarder, hast du nicht Lust mitzumachen? Und das war die Band Arakontes, hieß die damals. Da fühlte ich, war eine der angesagten Bands in der Stadt. Dann haben wir so ein bisschen aus den Augen verloren. Und das war eigentlich sehr, sehr schade. Und ich habe dann also immer mehr Erfolg als Producer gehabt und habe eigentlich immer live gespielt. Und mein Freund Lutz ist mir irgendwann, ich glaube, das muss so gewesen sein, Anfang um die Jahrtausendwende. Ich weiß noch genau, ich bin mit so einer Mofa gefahren, irgendwie so eine Vespa. Und bin da angefahren und dann sagt der Lutz, hey, wie geht's dir denn? Und so. Und ich sage, Mensch, Lutz. Und dann haben wir also uns getroffen auf der Straße und gequatscht. Und wir haben uns erstmal sofort getroffen im Proberaum, erstmal so die Keyboards angeschmissen, das Schlagzeug an. Und dann haben wir wieder gespielt und es war wie in alten Zeiten und wir waren beide total glücklich. Und alles das, was wir jetzt daraus hier sehen können und so weiter, ist im Grunde daraus entstanden. Lutz und ich funktionieren vom Feeling her sehr, sehr ähnlich. Wir empfinden es in den meisten Fällen immer auf Anhieb und ohne, dass wir in irgendeiner Weise überhaupt ein Wort darüber verlieren müssen gleich. Und mit Christian haben wir da also einen wunderbaren Partner noch gefunden, der das auch ähnlich sieht und fühlt. Den Christian, den habe ich kennengelernt bei einem, also zu einer Gelegenheit, als unser eigentlicher Bassist von 55 mal ich konnte. Und da hat uns der Simon, unser Bassist damals, gesagt, aber pass auf Jungs, ich habe dann einen Bassisten und der ist irgendwie super. Ein ganz enger Freund von mir. Und es stellte sich raus, das war der Christian Kraus. Und der kam dann an und schaffte sich die Stücke also innerhalb kürzester Zeit drauf und fing auch an, wie verrückt zu grooven. Das hat so einen Spaß gemacht. Wenn wir zu dritt antreten, dann ist dieses Basisgerüst einfach schon da und man merkt einfach schon, das schwingt, das klingt, das macht Spaß, das ist super. Und dann macht es natürlich umso mehr Spaß, um jetzt also weitere Musiker einfach draufzusetzen und denen fällt es auch ganz leicht, dann um sich da rein zu begeben in dieses Nest, ja, gewissermaßen. Den Ron Spielmann habe ich kennengelernt, als wir vor ein oder zwei Jahren Live-Veranstaltungen im 55 Arts Club machten. Bei dieser Gelegenheit habe ich den Ron gefragt und gesagt, sag mal Ron, du, ich mache gerade eine schöne Platte, hast nicht Lust da mal irgendwie ein bisschen drauf zu spielen und so? Und ich sage, na klar, es macht mir riesen Spaß, bei dir hoch und runter zu dudeln. Wie gesagt, wunderbar. Andreas hat mir die Playbacks vorgespielt und sagte, oh, ich hätte an der Stelle gerne so eine Gitarre, so eine Gitarre, so eine Gitarre. Aber im Prinzip wirst du das wahrscheinlich schon so machen, wie du das dir denkst. Bei manchen Stücken bin ich auch einfach nur hier hingekommen und sagte spontan, okay, mir fällt das ein. Und Andreas sagte, wow, das ist super, wobei ich noch gar nicht wusste, ob das überhaupt für mich funktioniert. Aber nun ist es so, manchmal sind die spontanen Ideen, die sind einfach klasse. Was ich an ihm besonders mag, an diesem Ton, den der Ron produziert, ist, also den kann man so richtig, kannst auch ganz laut hören, er geht dir nie auf die Nerven. Da sind nie so Frequenzen dabei, wo es dann irgendwann mal, wenn es richtig laut wird, irgendwie mal, wo man zusammenzockt und sagt, nee, der, toll. In der Regel ist es für mich immer sehr interessant auf
fremden Kompositionen zu spielen und mit denen auch zu arbeiten, weil es ist so ein, ich komme da sofort in so einen kreativen Prozess und weiß, die Verantwortung liegt bei jemandem anderen. Es kommt auch sehr darauf an, ob das funktioniert mit dem Produzenten, in dem Falle mit Andreas, der ja auch Musiker ist, in dem Falle Komponist, ob diese Symbiose gut funktioniert. Wenn die funktioniert, dann ist es wunderbar, dann ergänzt man sich und lässt sich sehr viel Freiraum und hat sehr viel Respekt, respektvollen Umgang miteinander. Und so entsteht da sozusagen so eine kreative Ebene. Und das mache ich dann natürlich sehr, sehr gern. Der Ron ist ein sehr, sehr, sehr talentierter, aber auch menschlich sehr, sehr angenehmer Mensch. Er ist aber nicht nur ein guter Gitarrist, sondern auch ein toller Sänger, wie ich feststellen musste. Und ursprünglich hatte ich eigentlich im Sinn, nur Instrumentalstücke auf die Platte zu machen, aber dann fing er an und sagte, du pass mal auf, da gibt es zwei Stücke, da würde ich gerne mal drauf singen. Naja, wenn jemand richtig singen kann, dann sagt mir ja nicht nein. Also ich sag, gut, lass uns das probieren. I took her out to a club across the bay. We did not stay, but went to her soon stay. When I awoke, I was lying in her bed, listening to the sound of a baby being fed. His hair was black with a choppy little face, like the piano player who I had placed. Here's a Johann ist ein nicht übermäßig gesprächiger Mensch, dafür aber umso gesprächiger auf der Gitarre. Er spielt eine Höfner-Gitarre, halbakustisch. Der spielt eine Stringsstärke, wahrscheinlich so dick, das ist unfassbar. Ein Blackdrum, das ist sowas ganz Hartes, Dickes. Ja. Aber er zaubert einen Ton aus seiner Gitarre, so unfassbar. Es war einfach mein fester Wille und Wunsch, irgendwie eigentlich das nur mit Saxophon und mit Trompete, Schrägstrich, Flügelhorn zu machen. Wir haben zwei außergewöhnliche Instrumentalisten dafür gewinnen können, nämlich einmal mit dem Jarek, der Jirowski. Und ich habe einen neuen Musiker kennenlernen dürfen, das ist der Christian Meyers. Und das hat sich so wunderbar ergänzt, Saxophon und Trompete, es ist einfach ganz toll. Ich bin sehr, sehr glücklich mit dem Resultat. Ich bin sehr, sehr glücklich damit. Das ist wirklich, und wir alle können wirklich sagen, das ist die Musik, die wir lieben. Das ist es.